Jetzt haben wir wirklich haushoch gewonnen. Obwohl das erste Gericht jetzt nicht so dolle war, aber das letzte haben wir, da haben wir echt viel Punkte gemacht. Frisch nach ihrer Wiedereinstellung beweist der eiserne Magen, dass sie spielt, um zu gewinnen. Mina Hahn ist siegreich. Und diesmal haben wir haushoch ihn geschlagen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Der war aber echt ein starker Gegner. Ich muss mich hinsetzen, ich kann nicht atmen, es ist aus. It's only one match. The committee extended the strikeout count from 3 losses to 5, remember? Es ist nur ein Duell. Das Komitee hat die Anzahl der Niederlagen bis zur Disqualifikation von 3 auf 5 erhöht. Erinnerst du dich? Ich war unter den Ersten, die zu Turnierbeginn ausgeschieden sind. Das ist jetzt meine vierte Niederlage. Mir bleibt nur noch eine Chance. Dann reiß dich zusammen und produziere die beste Siegesserie, die der Wettbewerb je gesehen hat. Unmöglich. Naja, nicht ganz. Ich habe noch kein Duell verloren. Wait, you? What are my biscuits, Mina? You're my inspiration from now on. Halt, du? Da brat mir einer einen Storch. Mina, du bist jetzt meine Inspiration. Naja, gegen dich habe ich verloren. Schützt empfindliche Geschmacksperlen zusätzlich ein Manöver lang. Okay. Das Buch hat mir jetzt aber doch geholfen. Dazu habe ich diese Punkte jetzt bekommen. Serviere ein Gericht mit allen Zutatentypen aus der Hauptzutat des deines Duells. Also das lasse ich dann doch drin. Hier kann ich nicht mehr viel machen. Doppelmesser. Wirft zwei Dolche. Das ist betäubt, finde ich eigentlich ganz gut. Und das ist echt ein bisschen zu hoch hier. Zwei Giftzutaten? Okay. Big day. Harter Tag? You have no idea. Du hast ja keine Ahnung. Today made me wonder if I can really do this. Get into the brigade and stop the blight? Maybe it's too much. Heute habe ich mich gefragt, ob ich wirklich das Zeug dazu habe, in die Brigaden aufgenommen zu werden, die Seuche zu stoppen. Vielleicht ist das einfach zu viel verlangt. Für dich? Schau, das hier habe ich aus einem Rest Feuerholz in meinem Zimmer geschnitzt. Ich dachte mir, dass du bei all den Turnierduellen und Geheimtreffen sicher gut einen Glücksbringer gebrauchen könntest. Eine Bärenschnitzerei, die Simon für dich gefertigt hat. Er versucht, kein großes Ding daraus zu machen, obwohl er viele Stunden lang daran gearbeitet hat. 3 Taschenplätze! Oh, it's beautiful. Wie hübsch! Thanks. Danke! Honestly, this is perfect timing. It's a reminder my friends are with me. Der Zeitpunkt hätte nicht günstiger sein können. Es wird mich daran erinnern, dass meine Freunde stets bei mir sind. That makes this next part awkward. But I gotta go. Das macht den nächsten Teil etwas schwieriger, aber ich muss gehen, das Mehl ruft. Schon wieder perfektes Timing. Und Mina? Ja? Vergiss nicht zu gewinnen. Wird gemacht. Gleich mal ausrüsten. 1 Taschenplatz. 3 Taschenplätze. Wie geil, oder? Das ist echt cool. I'm so sleepy, but I made a promise to write and I'm gonna follow through this time. Ich bin ja so müde, aber ich habe versprochen, nach Hause zu schreiben und dieses Mal tue ich es auch. Dear Ma, Pa and Kiki. Liebe Mama, lieber Papa und liebe Kiki. This is harder than I thought. Das ist schwieriger, als ich dachte. Mina! Mina, komm schnell, gute Neuigkeiten. Was?
really need to remember to lock that door. Ich sollte wirklich daran denken, die Tür zu verriegeln. Get dressed and let's go. Zieh dich an, los, wir gehen. All right. You're reminding me of my mom. Schon gut, du bist ja wie meine Mutter. Where are we going? Wo soll es hingehen? To Belchior. Zu Belchior. Ah, now that my two best assistants are here, I can commence with the announcement. Ah, jetzt da ihr hier seid, kann ich meine Ankündigung machen. Did you figure out a vaccine for the monster virus? Hast du einen Impfstoff gegen das Monstervirus gefunden? I wish, but that one is going to take a bit more time. Schön wär's, aber das wird wohl noch etwas dauern. Nein, es... You finished the Ambrosia Project? Hast du das Ambrosia-Projekt abgeschlossen? My word! Can't you give an old scientist his moment? Menschenskind, kannst du diesen alten Wissenschaftler nicht wenigstens zu Wort kommen lassen? Oh, sorry. Ah, tut mir leid. Well, don't keep her in suspense any longer. Jetzt spann sie nicht weiter auf die Folter. With your help? Mit eurer Hilfe? Yes, you guessed it. We've completed Ambrosia. Ja, du hast es erraten. Wir haben das Ambrosia fertiggestellt. An adorable travel size for now until I can get it cleared by the brigade. Vorerst in niedlichem Taschenformat, bis ich die Genehmigung von den Brigaden eingeholt habe. Wow! Congratulations, Belchior! Mann, Glückwunsch, Belchior! Can we give it a taste? Dürfen wir mal probieren? My dear, you needn't even ask. I've prepared a meal for all of us to share. Liebchen, ihr braucht auch nicht zu fragen. Ich habe genug für uns alle gekocht. One dish has no ambrosia and the other does. Ein Gericht enthält Ambrosia, das andere nicht. Wie spannend, aber wie funktioniert das noch gleich? By itself, it doesn't taste like anything at all. But each spray on a dish heightens the existing flavors. Alleine hat es gar keinen Eigengeschmack, aber gibt man es auf ein Gericht, verstärkt es die Aromen darin. Think of how salt accentuates sweetness. But this works across multiple flavor profiles at once. Ähnlich wie Salz einen süßen Geschmack hervorhebt, wirkt dies jedoch zugleich auf eine ganze Palette an Geschmacksprofilen. Bon Appetit. First the base dish. Bon Appetit, zuerst das einfache Gericht. This is good, Belchior. Wirklich gut, Belchior. Brace yourselves. Now for the modified dish. Macht euch bereit, jetzt kommt das modifizierte Gericht. Wow, es wirkt tatsächlich. I was curious about whether all the heightened flavors would clash, but it makes them clearer. Ich wollte sehen, ob sich all die verstärkten Geschmäcker ins Gehege kommen, aber es hebt sie noch klarer hervor. Granted, you must still start with a good base. Allerdings muss das Grundgericht gut sein. This is not a shortcut. If you start with a terrible dish, it will just accentuate the bad tastes threefold as well. Einen Vorsprung verschafft es euch nicht, wenn ihr mit einem schlechten Grundgericht beginnt, wird es nur die üblen Aromen dreifach verstärken. Amazing. Unglaublich. Here, I want you each to have samples. When I can reproduce these results, I can give you more. Hier habe ich ein paar Proben für alle. Wenn ich diese Ergebnisse reproduzieren kann, gebe ich euch mehr. Thank you, Belchior. Danke, Belchior. Yeah, this is really cool. Thank you. Ja, echt toll, danke. Flakon mit Ambrosia. Diese destillierte Geschmacksessenz verbessert alles, was damit berührt wird. Exactly has been going on in here. Was ist denn hier los? Pardon? My associates and I are just celebrating a culinary breakthrough. Wie bitte? Ach, meine Mitstreiter und ich feiern nur einen kulinarischen Durchbruch. This guy again. Dieser Typ schon wieder. Mina Han of the Windy Village. I challenge you to a duel. Mina Han aus Winters? Ich fordere dich zum Duell heraus. Excuse me, but we're in the middle of something right now. Could you try again another time? Tut mir leid, aber wir sind gerade noch beschäftigt. Kannst du später nochmal vorbeikommen? No, I will not be slighted one more time. Nein, nochmal lasse ich mich nicht abwimmeln. I'm going to have to ask you to leave. No one talks to my students that way. Ich muss dich bitten zu gehen. Niemand redet so mit meinen Schülern. When you cut me in line, you set off a fuse, and your time is up, Missy. Als du dich damals vorgedrängelt hast, ist mir die Sicherung durchgebrannt und jetzt ist deine Zeit gekommen. As soon as I got to the registration table, a bird flew by and dropped a gross gift right on my luscious locks. Als ich endlich am Anmeldetisch stand, flog prompt ein Vogel vorbei und erleichterte sich auf meinen prachtvollen Locken. Didn't you hear that's good luck? I got some on my cloak when I first came into town. Weißt du denn nicht, dass das Glück bringt? Mein Umhang hat auch etwas abgekriegt, als ich zum ersten Mal in diese Stadt kam. Wenn du dich nicht vorgedrängelt hättest, wäre ich im Nu angemeldet und frei von Vogelmist gewesen.
And who do you think took the very last room at the Regal Warren? Dann wollte ich mir ein Zimmer suchen und rate mal, wer mir das letzte Zimmer im königlichen Bau weggeschnappt hat. A room that would have been mine if it weren't for you. I slept in a smelly old tavern filled with drunkards that night. I had to share a mattress. Das Zimmer wäre mein gewesen, wenn du mir nicht zuvorgekommen wärst. Ich musste in einer miefigen Kaschemme voller Saufbolde übernachten. Ich musste sogar meine Matratze teilen. Yikes. Igitt. The next day, I headed to the practice kitchens and all the stations were taken but one. Am nächsten Tag machte ich mich zur Übungsküche auf. Alle Plätze außer einem waren besetzt. As I was walking calmly to the sign-in booth, you and your friends rushed past me and took the last spot. Während ich gemäßenden Schrittes zum Anmeldeschalter ging, rastest du mit deinen Freunden vorbei und schnapptest dir den letzten Platz. I suppose we were rushing because we wanted to make sure we had time before the opening ceremony. Wir waren wohl in Eile, weil wir noch genug Zeit vor der Eröffnungszeremonie herausschinden wollten. I was so unfamiliar with the arenas later that I lost my first match. Ich konnte mich kaum mit der Arena vertraut machen, sodass ich nachher mein erstes Duell verlor. Is this fellow serious? Meint der Typ das etwa ernst? Yes. Yes, he is. Ja, das tut er. I'm not leaving here until you accept my challenge. Ich werde nicht gehen, bevor du meine Herausforderung annimmst. You don't have to listen to someone so entitled, Mina. Hör nicht auf jemanden, der solche absurden Ansprüche erhebt, Mina. Of course I accept your challenge. Why didn't you just ask me sooner? Natürlich nehme ich deine Herausforderung an. Warum hast du nicht vorher gefragt? Well, young man, you best be prepared. Nun gut, junger Freund, ich hoffe, du bist gut vorbereitet. Oh, I'm ready. Iron Stomach, you've met your match. Oh ja, ich bin bereit, eiserner Magen, du hast deinen Meister gefunden. Ja, den roten lasse ich da und das, da mache ich natürlich das da rein. Ich hoffe, ich verliere nicht. Gegen den möchte ich eigentlich jetzt nicht verlieren. Oh, der hat wieder das Schicke an. Today's challenge is the culmination of a highly contentious rivalry between two up-and-coming talents. Die heutige Herausforderung ist die Krönung eines erbitterten Konkurrenzkampfes zwischen zwei Nachwuchstalenten. Both contestants have traveled far and fought hard for their place in this tournament. But only one may continue. Who will prevail? Beide Teilnehmer sind weit gereist und haben sich ihren Platz in diesem Turnier schwer erkämpft, aber nur einer kann aufsteigen. Wer wird siegen? Today's challenger should count himself warned. The Iron Stomach's blades are at the ready. Der Herausforderer von heute sei gewarnt. Die Klingen des eisernen Magens sind bereit. Mina! A brash new challenger who has a bone to pick with the notorious Iron Stomach. Ein dreister neuer Herausforderer, der mit dem berüchtigten eisernen Magen ein Hühnchen zu rupfen hat. I give you Wise, the righteous fury. Ich stelle vor, Wise, die rechtschaffende Furie. You won't last another day here. Du hältst hier keinen weiteren Tag mehr durch. Wise. Oh Gott, bitte sag mir, dass Erde dabei ist. Not much is known about this judge, except that he appears to help those in need. The people of Victusia raise their glasses to Kevin the Generous! Über diesen Juroren ist nur bekannt, dass er jenen zu helfen scheint, die Hilfe benötigen. Das Volk von Victusia erhebt sein Glas für Kevin, den Großzügigen. Sup? Was ist los? I'm here to try a dish with lots of fire and earth. Ich bin hier, um ein Gericht mit reichlich Feuer und Erde zu kosten. I'm proud to present the fierce and noble warrior, Vivien the Vagrant. Voller Stolz präsentiere ich die wilde und noble Kriegerin, Vivien die Vagabundin. Thank you, Chairman. I look forward to the battle between these two strong chefs. Danke, Vorsitzender. Ich freue mich auf den Kampf zwischen diesen starken Köchen. Strength is a duality. Warriors combine mind and body to achieve victory. Stärke hat zwei Aspekte. Krieger setzen Geist und Körper ein, um den Sieg zu erringen. Knowing this, you must present me a dish worthy of a warrior.
Equal parts water and fire. Ich hasse alles. Denk daran, wenn du mir ein Gericht servierst, das eines Kriegers würdig ist und aus gleichen Teilen Wasser und Feuer besteht. The great ogre philosopher Skuras divined metaphysical truths from the stars in a faraway tower. Die große Ogre-Philosophin Skuras erblickte in einem weit entfernten Turm metaphysische Wahrheit in den Sternen. She rejected modern comforts to live encased in a realm of endless night. Not much is known about her, save that she favored a rather unusual carrier fowl. Sie entsagte modernen Annehmlichkeiten und lebte eingeschlossen in einem Reich ständiger Nacht. Bis auf ihre Liebe für einen ziemlich ungewöhnlichen Botenvogel ist nicht viel über sie bekannt. For what creature could withstand that brutal darkness except? Es gibt nur eine Kreatur, die brutaler Dunkelheit widersteht, nämlich der... Skull! Buhu! Vive la Brigade! Die Brigade lebe hoch! Oh mein Gott. Buhu, okay. Den habe ich irgendwo schon mal gesehen. Ja, das ist schon mal ganz gut. Oh ja, da vorne ist er. Nein, nicht du. Hau doch mal ab. Ich brauch noch mehr. Wo ist der zweite Vogel? Hier muss doch noch irgendwo ein Vogel sein. Oh nein, ich habe nur die Kralle. Ich brauche auch das andere von dem. Na, hau ab, du blödes Tier da. Jetzt komm schon, wo ist der bleibt der blöde Vogel? Ich brauch den Vogel. Wenn ich den Vogel jetzt nicht kriege, dann kriege ich die Zusatzpunkte nicht und dann kann ich das Gericht in die Tonne schmeißen. Toll. Ich habe dafür keine Zeit. Warum? Wo ist denn der? Warum kommt der nicht? Muss ich die erst verkochen, die Gerichte, damit er wieder auftaucht? Oh Gott. Das wird hart. Was will der? Erde und Soße. So. Die will Wasser, dann fahre ich mir das auf. So. Nehmen. So, kochen. Ich bringe alles durcheinander. So, ich brauche noch einmal sowas.
Komm schon. Ja. Ja. Und jetzt. So, jetzt habe ich schon mal zu beiden Teilen Feuer und Ding. Und jetzt brauche ich noch dieses. I bet you guilted the other chefs into losing with your wide-eyed farm girl shtick. Pathetic. Not as wide as your eyes are gonna be when the judges taste my dish. Mann, bleib da! Ich brauch den Vogel. Und ich krieg nur die Kralle. Was ist das? Hä? Ein rosa? Hab ich noch nie gesehen. Was? Gott sei Dank. Hau ab! Ich hab nicht mehr viel Zeit. Wasser und Feuer braucht die. Feuer. Was macht die denn? So. Ja, ich brauche keine Erde. Rausnehmen. Ich. Ja, komm schon. Ich habe dafür keine Zeit. Mach bald, ich bitte. Wasser und Feuer. Yes. So. Ich bin völlig überfordert. Ich will jetzt dieses Ambrosia-Zeug darüber schmeißen. Ich will es aber nicht verschwinden. Und deswegen will ich eigentlich da so viel Feuer und Wasser reinmachen, wie es geht. Ja, jetzt bräuchte ich noch einen. Wasser. Ich bin völlig raus. Ich bin völlig lost gerade. Ich. Es ist. Sorry. Gott, koch doch, mach wach was, mach was. Was will der haben, Erde? Das. Oh Gott. Ich habe das ganz genau gar nicht gesehen, dass es schon so. Oh 9,8. Ich habe gar nicht gesehen, dass es schon so schlimm ist. Thank you for your hard work, Chefs. Let's see what the judges have to say das, about your efforts. Habe ich das jetzt vertauscht? Dann kriege ich die Krise, wenn ich das jetzt vertauscht habe, weil das leuchtet ganz anders. Da ist dieses, ja, er hat diesen lila Schimmer und diesen Windschimmer und ich habe das überhaupt nicht drin. Ich habe einen Feuerschimmer und einen Erdschimmer da drin. Tubular dish, man. Ja. Er ist vollgepackt mit Feuer und Erde. Zweimal Erde, zweimal Feuer. Aber es ist Gift drinne.
175. Righteous. Feuer und Erde sollten beide gut herausschmecken sein. Leider hast du den kleinen Teil in Feuer und Erde verwendet. Ja, ich habe eine Erde zu viel. Ich hätte eins wegmachen müssen. Toll. Naja. Gut. Und bei dem ist es das Gleiche. Das sieht echt super aus. Und der hat schon längst gewonnen. Und ich habe nicht zwei Zutaten von diesem blöden Vogel da bekommen. 349. Ja. Das Tranchiermesser weißt du gut zu würdigen, weil das war gut, aber boah, der hat mich um 100 Punkte geschlagen. Ja, der hat mich um... Boah, hat der mich haushoch fertig gemacht. Oh mein Gott, hat der mich haushoch fertig gemacht. Der will Erde und... Feuer, sie will Wasser und das war schon in Ordnung so. Ich krieg das mit der Combo nicht gebacken. Und ob ich einen Vierer hinkriege? Ich probier's mal so. Ich probiere mal, dass ich überall Vierer hinkriege und das dann so zusammenkloppe. Und ich hätte einen Feuertopf nehmen sollen, keinen Erdetopf. Erde. Erde. Das ist besser. Ja, komm her jetzt. Ich krieg nur diese blöde Klaue. Wasser und Feuer hatte ich doch auch wieder. Das muss ich erstmal abgeben. Die Soßen sind nämlich auch echt hilfreich. Aber ich brauche diesen dummen Vogel. Ich brauche da diese zwei Dinger. Dieses und ich krieg dieses Distar, der ist nicht... Okay, probieren wir es nochmal. Erde. Den knall ich jetzt erstmal alles voll mit Erde. So. Das ist schon mal das. Speisekammer. Was hatte ich hier? Deshalb muss ich auch noch mit reinmachen. Dann muss ich hier was Sachen raus kloppen. Erde und Feuer. Ja. Ist Erde und so. So. Dann nehme ich das wieder mit. Gott, koch doch einfach, du blöde Kuh. Ich verdrück mich auch andauernd.
kochen. Oh Gott. Erstmal nehmen und das zerstückeln. Aber es müsste doch trotzdem klappen, das... Anscheinend nicht. Hallo? Es sind drei Stück da. Warum klappt es nicht? Dass das zusammen was bringt? Weil das nur mit vier geht. Ich werd wahnsinnig. I bet you guilted the other chefs into losing with your wide-eyed farm girl shtick. Pathetic. Not as wide as your eyes are gonna be when the judges taste my dish. Es sind doch vier. Vier Anpassungen, Doppelhochstufung. Das sind vier. Warum macht das nicht? So. Die hätte ich. Speisekammer. Ich muss irgendwas rausmachen. Das geht nicht wegen einem Ding. Willst du mich eigentlich verarschen? So. So. Jetzt haben wir die überall gleich. Und jetzt haue ich noch Zutaten rein. Wenn es geht, von dem Hühnchen hier. Hoffentlich sind da beide Sachen dabei. Nee, ist nicht. Oh shit. Komm schon. Jetzt komm schon, macht fertig hier. Oh nein, 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 ich brauch das. Hau ab, du blöder Penner! Das wird schon wieder nix. Speisekammer. So, da habe ich das dabei. Ich brauch nochmal das. Brustding für das andere Gericht. Komm schon. Ich brauch dieses blöde Hühnchen. Der Vogel muss da sein. Ich brauch den. Keine Chance. Der ist nicht da und ich brauch den. Das ist doch unfair. Ich habe keine Zeit, noch mal irgendwas zu machen. Blau und Rot hierhin. Ich habe keine Zeit, noch mal was zu machen. Okay, jetzt stimmen wenigstens die blöden Kugeln überein. Also es ist lila und dieser blöde Wind. Scrumdilly-umptious. 2, 2. Aber er hat Gift reingemacht. 154. Wowie. Es ist vollbracht mit Feuer und Erde. Das Ranchil-Messer weißt du einzusetzen. Jedes Stück der Hauptzutat wurde verwendet.
Das ist ein Bonus, Gott sei Dank. So gut. 203. Das konnte ich bei den anderen leider nicht machen, weil da hat mir eine Zutat gefehlt. Das entscheidet jetzt. Und der hat wieder Gift damit drin. Okay, wir haben es geschafft. 308. Impressive. Hab Dank für deine Mühe. Diesmal haben wir es geschafft. Gott sei Dank. Oh mein Gott. Another stunning victory for the Iron Stomach. Ein weiterer überwältigender Sieg für den eisernen Magen. Minahan siegt. Oh, wir haben schon zweimal verloren. Oh Mann, ey. Die werden echt immer komplizierter. Well, Madam, I've lost fair and square. Tja, Madame, ich habe auf ganzer Linie verloren. Weiss, it was a good match. I hope you know I never meant to hurt anyone. I was just impatient. Weiss, das war ein gutes Duell. Hoffentlich weißt du, dass ich niemanden wehtun wollte. Ich war nur ungeduldig. Vielleicht solltest du einen Hut tragen, um dich vor Vögeln über dir zu schützen. Das ist momentan mein kleinstes Problem. Ich schätze, ich muss es nächstes Jahr nochmal versuchen. Glaubst du, das war dein letzter Fehlschlag? Ich habe 6 Gewinne. Für meinen letzten Sieg wollte ich dich herausfordern, um es ins Finale zu schaffen. Die Sache ist nur die, ich hatte schon 4 Niederlagen. Bei diesem Kampf stand alles auf dem Spiel. Du wurdest rausgeworfen, nicht umgeworfen. Du bist ein großartiger Koch, Weiss, und solltest nochmal antreten. Das mache ich vielleicht. Ich gebe es nur ungern zu, aber du hast mir den Antrieb gegeben, es bis hierher zu schaffen. Dafür bin ich dir dankbar. Hier, damit du mich nie vergisst. Verhindert einen Niederschlag. Bis die Tage. Okay, dann kann mich ein Tier, das ich draußen besiege, nicht gleich umbringen. Thanks for coming. Danke, dass du gekommen bist. It was a favor to Mina. Now, let's see this evidence. Damit wollte ich Mina einen Gefallen tun. Schauen wir uns mal die Beweise an. To the point as usual. I agree, though. What did you find? Wie üblich kommst du gleich zur Sache, aber auch ich wüsste gern, was du gefunden hast. This. Hidden in the desk of one Grandmaster Rixel. Das hier, es war am Schreibtisch eines Großmeisters Rixel versteckt. Er also. Their plans to extract samples from the Dark Realm. Das sind Pläne, Proben aus dem Dunkelreich zu sammeln. Samples for what? Proben wofür? I'm not sure. Most of these notes are scribbles. Wer weiß, die meisten der Notizen kann man nicht entziffern. Turn the page. Blättere mal um. He injected monster cells with the samples he found there. Er hat Monsterzellen mit den dort beschafften Proben injiziert. And that isn't all. His drawings are identical to the mutated cells I've been studying. Und das ist nicht alles. Die Diagramme sind identisch mit den mutierten Zellen, die ich untersucht habe. So this man Rixel. Also hat dieser Rixel die Epidemie ausgelöst. I don't think the brigade would sign off on something like that. Ich glaube nicht, dass die Brigaden so etwas genehmigen würden. Er muss es geheim gehalten haben. Ziggy, du hattest recht. Schaut nicht so überrascht rein. Wir müssen es Razel sagen. Nein. Kieran? Tut mir leid, aber das können wir nicht. Ihr wisst doch noch, wie sie euch disqualifiziert hat. Wir wissen nicht, wie viele Brigadiere in diesem sind. Her reverence for the rules could put Rixel's findings in untrustworthy hands. Wir wissen nicht, wie viele Brigadier in diese Sache verwickelt sind. Ihr Respekt vor den Regeln könnte Rixels Forschung in falsche Hände spielen. Though I detest the methodology by which we acquired this information, we can't ignore it now. Auch wenn ich die Art, auf die wir diese Information beschafft haben, zutiefst verabscheue, können wir sie nicht ignorieren. Right on, Diamonds. Recht hast du, Süße. Kieran's right, but Razel's already investigating the break-in. Kieran hat recht, aber Razel untersucht den Einbruch bereits. Wenn wir das selbst in die Hand nehmen wollen, ist Vorsicht oberstes Gebot. Wir
Wir sollten einfach zum normalen Alltag zurückkehren und das Turnier zu Ende bringen. Vielleicht lassen wir die Sache einfach für ein paar Tage auf sich beruhen. Aber wird sich die Mutation derweil nicht noch weiter ausbreiten? Die Brigade hat den Ausbruch unter Kontrolle für jetzt. Die Brigaden haben die Epidemie vorerst unter Kontrolle, aber um ihr ein Ende zu machen, sind sie auf uns angewiesen. Wenn wir unter Verdacht stehen, können wir nicht viel für Victusia tun. Damit wäre die Sache besiegelt. Wir kehren zum Alltagsgeschäft zurück, bis wir in den Brigaden sind. Das Brigadierdasein ist nichts für mich, aber ich werde mich dennoch nützlich machen. Okay, good luck, everyone. Okay, dann viel Glück allerseits. You too, Blue Jay. Dir auch, Blauhair. It feels weird to be the one to actually knock a chef out of the tournament. Schon ein komisches Gefühl, einen Koch aus dem Turnier geworfen zu haben. And don't even get me started with Rixel. Und von Rixel will ich gar nicht erst anfangen. I should write about it, I guess. Ich sollte vielleicht darüber schreiben. Let's see. Mal sehen. Still no cure for the monster epidemic. But Belchior and Kirin are working non-stop. Es gibt noch kein Heilmittel für die Monsterplagen, obwohl Belchior und Kirin ohne Unterlass daran arbeiten. I miss you, and I hope you're all safe. Ich vermisse euch und hoffe, ihr seid in Sicherheit. Ich würde das nicht in einem Brief erwähnen, da kann abgefangen werden, dann weiß jeder, dass du das weißt. So. Aber ab hier würde ich mal kurz einen kleinen, ja, eine kleine Pause machen. Über Kommentare und Bewertungen würde ich mich sehr freuen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Abo da. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.